an diesem verdammt kalten Tag mit nur noch einstelligen Tageshöchsttemperaturen wettern wir ab in unserem gemütlichen, kleinen, gut beheizten Wohnwagen. Draußen brettert Starkwind über Sizilien, Windstärke 8 in den Böen bis Windstärke 10. Immer wieder fetzen Regenböen über den Strand, über den Campingplatz. Und ja, da stellen wir einfach fest, wir Weicheier ziehen uns zurück. Unsere Klamotten, unsere Regenklamotten sind eh schon durchnass. Aber unsere Hunde brauchen Auslauf. Und nachdem wir hier im Wohnwagen gelesen haben, geschrieben haben, Filme bearbeitet haben, Fotos bearbeitet haben, neue Geschichten formuliert haben, dann gehen wir doch immer wieder raus und sehen zu, dass unsere Hunde und auch wir ein bisschen Bewegung haben. Und jetzt habe ich gerade eine Idee. Ich habe heute Morgen am Strand so ein cooles Haus gesehen mit Naturstein gebaut. Und auch faszinieren mich schon die ganze Zeit hier auf der Insel Sizilien die sogenannten Trockenmauern. Und hier in Punta Brachetto haben wir gestern Arbeiter gesehen, die dort eine neue Trockenmauer bauen. Das heißt, alte, uralte Traditionen von Mauerbau hier auch bis zum heutigen Tag fortsetzen. Das will ich mir gleich mal näher anschauen, interessiert mich. Da fahren wir mit unseren Fahrrädern wieder hin, trinken in der Bar von Punta Brachetto auch noch einen Kaffee für 1 Euro und das Leben ist schön. Am meisten ärgern wir uns auf der Insel Sizilien über das Fehlen von Fußwegen. Egal, wo wir versuchen, ein bisschen durch die Landschaft zu laufen, stehen wir vor mega hässlichen Mauern oder vor Stacheldrahtzäunen. Einzige Ausnahme und Gnade vor unseren Augen finden die sogenannten Trockenmauern. Sie durchziehen die Landschaft, vor allen Dingen Weidelandschaften, weitläufig, sind gut erhalten, gut in Schuss und geben der Landschaft ein harmonisches Gesicht. Umso mehr freut es uns, wenn wir beobachten, dass diese Trockenmauern auch heute noch neu gebaut werden. Statt irgendeiner Betonscheiße, irgendeinem mega hässlichen Zeug, was man natürlich überwiegend sieht, sind doch viele Menschen hier bemüht, ihre privaten Hausgrundstücke schön mit alter Tradition einzufrieden. Das heißt, hier wird Naturstein aus der sizilianischen Berglandschaft verwendet und Fachleute hämmern diesen Stein passend, dass man daraus ohne Zement, ohne Fugenmaterial sogenannte Trockenmauern baut, die langlebig sind. Hier hat man zwar auch Zement verwendet und das ist wahrscheinlich etwas billiger, aber insgesamt gibt das ein schönes Bild und auch wenn hier Menschen noch richtig schöne Natursteinhäuser wieder restaurieren oder sogar vollkommen neu gestalten, das auch noch in Verbindung mit wunderbarer Keramik, die auch auf Sizilien Tradition hat, dann finde ich das einfach klasse. Thank you.
Pürierstab und Zucker und sowas drin, weißt du? In Dosen halt. Heute an diesem kühlen Regensonntag Ende März 2018 auf der Insel Sizilien nehmen wir uns Zeit für alles Mögliche, unter anderem auch zur Herstellung von Kartoffelpuffer. Samira und ich lieben Kartoffelpuffer über alles. Und das kriegen wir auch gebacken ohne elektrische Geräte auf einer einfachen Reibe, wie man das früher auch gemacht hat. Zum Kartoffelpuffer gehört auch selbstgemachtes Apfelmus. Das ist heute ein bisschen verfeinert mit Zimt. Wenn man tagelang, wochenlang, monatelang in so einem kleinen Reisewohnwagen haust, dann gehört schon allerhand Routine dazu, dass man hier zu zweit mit zwei Hunden ja, die Alltagsdinge gebacken kriegt. Das heißt, kochen, spülen, putzen und all so ein Zeug. Und Samira ist da absolut professionell drin. Jetzt riecht es endlich mal da rund auch so schön nach Zwiebeln, wie das da neulich gerochen hat. Riecht gut. Ja. Wartest du, bis die Ränder dunkelbraun werden? Dann riecht es. Weißt du, was ich mache? Man darf aber nicht so lange warten, bis die Ränder dunkelbraun werden. Immer nicht so ganz einfach mit der Braterei, weil unser Wohnwagen nicht exakt in der Waage steht. Schwedisches Rapsöl mit Buttergeschmack. Und das gefällt uns saugut.